Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Schön, dass ihr nochmal auf meinem Kanal seid oder vielleicht auch erstmalig. Spielt keine Rolle, ich finde es gut, dass ihr das Video anguckt und es geht mal wieder um einen UHD Universal Player. Wie ihr es am Titel gelesen habt, der Pande PD6. Ein wirklich massiver Player, 16 Kilo Gewicht. Also im Gegensatz zu den UHD-Playern, die ich vor einiger Zeit im Video präsentiert habe, ist der hier fast, also zu dem schwereren von damals, schon fast doppelt so schwer mit 16 Kilo. Naja, und ihr seid jetzt live mit dabei, wie ich den Player heute auspacke. Denn der kam heute an, aber ich habe bisher noch keine Zeit gehabt, ihn zu testen, beziehungsweise ihn auszupacken. Von daher habe ich gesagt, machst du direkt mal ein Video zu und werde so ein bisschen auf das Gerät eingehen. Von daher schauen wir direkt mal. Ein bisschen Vorsicht hier, nicht so tief reingehen. Keine Lust, irgendwas kaputt zu machen. Ist okay. Ich habe die Tage über den Player auch schon ein chinesisches Video gesehen. Da hat ein Herr quasi den kompletten Player auseinandergenommen und gezeigt, was so drin steckt, inklusive Details. So, letztendlich hier ganz einfach erstmal zu sehen, ein doppelter Karton, wie man es so in letzter Zeit kannte, auch von den typischen Herstellern. So, und weiter geht die Sache. Alles weg? Ja, ich kann weitermachen. Frevler würden jetzt sagen, oh, wie kann er das nur mit dem Teppichmesser machen? Aber der Karton ist sehr massiv, der hält das aus und mehr als so geht gerade sowieso nicht. Gut, das Teil ist offen. So. Und dann schauen wir mal. Ein Deckblatt. Pande PD6 4K HiFi UHD. Nee, Blu-ray Player. Was haben wir dann noch so Schönes stehen? Klar, 4K, HDR 10 Plus, wie damals auch die Oppos, der Cambridge Audio, High Resolution Audio, ja, Dolby Vision ist ganz interessant. Wie der Oppo, beziehungsweise auch der 800er Pioneer, hat der XLR-Ausgänge für links und rechts. Den 9038 Pro DAC von ESS und ein sogenanntes Dual-Boot-System. Dual-Boot bedeutet im Endeffekt, auf dem Gerät soll sich die Pioneer und auch die Oppo-Firmware befinden. Ich bin bisher mit der Oppo-Firmware gut zurechtgekommen. Ich werde das einfach mal testen, ob das für mich Vorteile hat, die Pioneer-Firmware zu nutzen. Technisch so von Untertitel-Shift und der Anzeige fand ich die Oppo-Firmware immer besser, wobei ich zuletzt einen BDP LX58 hatte von Pioneer. Und das ist natürlich immer was anderes als der BDP LX500 oder 800. Gut, was haben wir jetzt hier drin? Damit ich nicht wieder die Kamera holen muss, mache ich das mal so auf. Ich denke mal, hier irgendwo ist die Fernbedienung drin und das Netzkabel, ansonsten HDMI-Kabel. Das ist wieder der Brecher, der auch beim V204 dabei war. Ultramassiv. Massive Stecker. Relativ flach, wenn man es sieht. Ist jetzt nicht das, was ich momentan brauche. Aber lieber haben als brauchen. Gucken wir mal,
Jetzt noch die Fernbedienung. Die kenne ich ja schon vom 204. Da kommen drei. Na, ja, so sieht man das. Drei Batterien rein. Ich schaue mal, ob ich auf die Schnelle irgendwo Batterien herkriege. Eine. Wo sind die denn alle? Ha, ich hatte sie doch hier schon zurechtgelegt in der Küche. So, dann kann ich euch das nämlich zeigen. Habe ich das letzte Mal nämlich nicht gemacht, die Fernbedienung detailliert zu zeigen. So, letztendlich, was schön ist, sie ist beleuchtet. Ansonsten Power, Open, Close, lauter, leiser. Bei meinem V204 nicht unbedingt relevant. Lauter, leiser, denn es war ein reiner HDMI-Player bzw. digitaler Player, der noch Toslink und Koaxialausgang hatte, digital. Der hier soll laut Hersteller direkt wieder als Vorstufe genutzt werden. Und da klingelt sowas wie beim Oppo. Den haben ja auch Puristen als Vorstufe direkt angeschlossen, als Schallzentrale, um den Minimalismus auf die höchste Form zu bringen. Und dann geht's ab in die Endstufe und von der Endstufe zu den Lautsprechern. Ich bin gespannt. Hier, dieses Video wird einfach nur mal so ein Einblick oder so ein Drüberblick über auf die Haptik und so. Es wird kein Video über die Firmware oder sonst irgendwie, wie ich ihn benutze. Das wird später kommen. Machen wir jetzt erstmal weiter. Fernbedienung an Seite. Tolle Deckblatt weg. So, ja. Standardnetzkabel, nichts Besonderes, so wie es halt meistens dabei ist. Kein High-End-Kabel, nichts mit Lapp oder sonst irgendwas Supra, aber das ist ja auch normal. So, jetzt, okay, ein kleiner Ring, um an die Bedienungsanleitung zu kommen. Tja, letztendlich aktuell erstmal alles in chinesischen Schriftzeichen. Naja, gut, mal gucken, wann da was kommt. Was Englisch ist wenigstens. Ansonsten die Firmware vom Oppo, die kenne ich in- und auswendig. Da ist nichts Neues dran. Dann jetzt unten. Relativ schwer im Gegensatz zu den anderen und auch massiv rundum geschützt der Player. Jetzt kommt der erste Einblick nochmal oben drauf. Oh, sehr schön. Im Gegensatz zu den anderen Playern V2, V203, V204 handelt es sich hierbei um einen massiven, ja, ich sag mal, Leinenstoffsack. Also nicht wie bei den kleineren Modellen dieses Synthetikzeug, sondern wirklich massiv. Huh. 16 Kilo, nicht schlecht. Ich hatte erst einen Player, der so schnell schwer war. Und das war ein VRDS 25X von Teak, Teak, wie man es nennen mag, die heutzutage quasi durch Esoterik weitergebaut werden. Oder damals war es halt ein Esoterik-Player nur unter dem Label von Teak. Sonst war in dem Karton nichts mehr. Hier noch das untere Stückchen, mehr nicht. So, jetzt seid ihr bestimmt alle gespannt jetzt hier.
Ja, hört sich schon mal definitiv massiver an oder sehr voluminöser und fester als das, was ich von dem V204 oder meinem anderen Player gewohnt bin. Schnell wieder runter. Oder? Nee, gucken wir direkt mal die Füße. Ah, ziemlich massiv. Massiv gefräst, so sahen sie aus. Sie hatten ganz leichte Rillen, minimal, aber sauber verarbeitet. Gut. Vielleicht drehen wir gleich nochmal rum. Ja. So, fangen wir jetzt erstmal hier an. Die Front. Die verschiedenen Vorteile bzw. Piktogramme der Sachen, was der Player kann, sind drauf. So, diese Lade hier habe ich schon im Video gesehen, die öffnet sich und geht dann wieder zu, wenn das Laufwerk die Lade rausfährt. Ansonsten, mal gucken hier. Fühlt sich sehr wertig an, auch voll oder massiv, also nichts mit Kunststoff oder so, sondern eher, wenn ich auch fühle, von der Temperatur des Gehäuses, also der Frontplatte zu den Knöpfen hier, scheint das wirklich aus dem Vollen geschöpft zu sein. Jetzt haben wir hier noch den Powerknopf, auch sehr schöner Drückpunkt und hier dann noch einen USB-Anschluss. Ah, das ist zu dunkel, das macht er nicht. Okay. Letztendlich, ja, nichts Unbekanntes oder von daher sehr schön. Jetzt gehen wir mal auf die Rückseite. Ich drehe den mal, dass man das dann noch mal. So sieht. Okay, fangen wir an. Einmal Netzwerk. Main HDMI Out. HDMI Out 2. Sub. Audio Only. Einen USB 3.0 Anschluss. Auch wieder Optical und Koaxial. Die besagten XLR-Ausgänge, Cinch-Ausgänge. Ah, das sieht alles sehr, oder das fühlt sich sehr fest an, nichts wackelt. Ich sag mal so, es gibt massivere Klemmen oder Cinch-Anschlüsse, die von außen verschraubt werden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an meine Emotiva XMC1, die hatte an den Einstufenausgängen massivere Cinch-Ausgänge, aber das ist trotzdem alles hier hohe Qualität. Man sieht auch hier fest verschraubt, also nicht irgendwie auf die Platine gelötet, durchgesteckt und gut ist, sondern die ganzen Anschlüsse hier sind entsprechend fest. Und hier zum Schluss nochmal der Netzanschluss, Kaltgerätestecker mit einem zusätzlichen Powerschalter. Und jetzt gucken wir nochmal, dass ich euch die Füße zeige. Wie drehe ich den denn jetzt am besten? Ich hoffe, das hält ihr aus. So. Also das ist kein Kunststoff,
weil die sind auch schön kalt wie das Gehäuse selbst. Massiv, gummiert und macht alles einen hochwertigen Eindruck. Jetzt richte ich mich noch mal ein bisschen aus, die Kamera. Ja, Leute, was soll ich noch dazu sagen zu dem Player? Ihr habt jetzt einen kurzen Einblick bekommen, wie der Player aussieht, wirklich schwer ist. Das hört sich definitiv auch massiver an und wenn ich hier so über die Falz gehe, ist die Materialstärke auch noch mal eine andere Hausnummer im Gegensatz zu einem Oppo 203, einem CineUltra V204. Sonst wird das Gewicht ja auch nicht zustande kommen. Hier sind auf jeden Fall schon mal zwei Ringkerntrafos drin. Ein gekapseltes Laufwerk, komplett gekapselt und gefedert bzw. entkoppelt. Also beides. Ne? Der Disc Loader ist die Halterung, die Platte, wo das alles drin sitzt, ist mit Gummi entsprechend entkoppelt. Dann sitzt das alles in einem Gehäuse drin und das ist auch nochmal gefedert. Und hier drin, das ist ein Dreikammersystem, auch nochmal gekapselt. Das ist alles wunderbar in diesem chinesischen Video zu sehen. Der nimmt das Ding komplett auseinander. Ansonsten hier hinten sitzt die Analogplatine drin mit dem Wandler und hier auf der Seite sitzt das, ich nenne es mal Mainboard, HDMI, Prozessorboard, wie man es nennen möchte. Das Mainboard mit den HDMI-Ausgängen, mit den digitalen Ausgängen und beide Platinen sind diesmal mit einer Femtoclock ausgestattet. Die Analogplatine hat ihre eigene Femtoclock und auch das Mainboard, die Hauptplatine des Players. Das ist schon mal nochmal ein großer Unterschied zu den bisherigen Chinoppos oder Oppo-Klonen, die ich kenne. Das hatte auch kein Oppo direkt von Werk ab. Also hier wurde ein immenser Aufwand betrieben und ich kann noch nicht mal sagen, ob der Pioneer UDP LX800 das hatte. Ich habe den nie in die Hände bekommen, nie gesehen. Klar, im Internet, aber nicht live. Und ja, ich werde jetzt in nächster Zeit das gute Stück auf den Kopf stellen. Ich werde es nicht pimpen, wie meine anderen Player, weil ich davon ausgehe, dass durch den technischen Aufwand und den mechanischen Aufwand, der hier betrieben worden ist, das Gerät grundsätzlich noch mal besser ist in dem Bereich als meine bisherigen Player. Wobei ich in Sachen Laufwerksgeräuschen auch sehr, sehr penibel bin und es halt einfach leise haben möchte. Insbesondere wenn ich mit dem Gerät eine CD höre. Ja, ich gehöre zu dieser alten Fraktion. Nicht nur alles über Festplatte oder Netzwerk zu nutzen, sondern aus meinem Sammelsurium. Ich würde sagen, 2000 Discs werden sich dann nachher in meinem Keller unten tummeln. Musik, Filme, egal was. Und ja, ich denke, der Player wird mir gute Dienste leisten. Wenn ihr also Interesse habt zu sehen, was sich bei mir ergibt mit dem Player, was das gute Stück so kann, dann klickt einfach mal wieder in meinen Kanal rein oder abonniert ihn. Als Vorschau für die kommenden Videos, ich bekomme wahrscheinlich die Woche noch eine Emotiva RMC1 als Vorstufe. Aktuell arbeitet bei mir noch die Tonewinner AT300. Und naja, zu der Emotiva werde ich definitiv auch noch mal ein Video machen. Wahrscheinlich sogar noch mehrere, weil so eine AV-Vorstufe ist ja noch was umfangreicher. Von daher, schön, dass ihr reingeguckt habt. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.